Momodi möchte dir jemanden am Ulda-Algier-Bahnhof vorstellen. Na, hast du dich schon in Ulda eingelebt? Mittlerweile müsstest du dich eigentlich ganz gut in der Stadt auskennen, oder? Vielleicht ein guter Zeitpunkt, dich mal neue Territorien vorzuwagen. Tanalan ist riesig und steckt voller Abenteuer, die nur auf dich warten. Spontan fällt mir dein alter Freund ein, der am Ulda-Rangierbahnhof arbeitet. Er ist Papa Shan. Der hat bestimmt den ein oder anderen Auftrag, den er an dich abtreten kann. Der Bahnhof befindet sich im zentralen Tanalan. Wenn du das Tor des Neid direkt hier vom Treibsand durchschreitest, dann ein wenig in östliche Richtung läufst, erreichst du ihn im Nu. Sei aber auf der Hut. Hier in der Stadt muss man sich höchstens mal ein paar aufdringliche Händler vom Leib halten. Die Monster da draußen lassen sich jedoch nicht so leicht zur Seite schubsen. Zum Glück sind die Monster in der Nähe der Stadt nicht besonders stark, aber es kann trotzdem nicht schaden, mal deine Ausrüstung auf Vordermann zu bringen. Sieh an, ein Abenteurer. Sollte dich etwa Momodi geschickt haben, die treue Seele? Ich bin Papa Shan, der Generalvorsteher dieses schönen Rangierbahnhofs. Aber das ist lediglich ein Titel. Ehrlich gesagt gibt es hier nicht viel zu tun für mich. Man hat mich auf meine alten Tage einfach auf einen ruhigen Posten versetzt. Nun ja, ich will mich nicht beklagen. Man sollte zufrieden sein mit dem, was man hat. Wenn mich die siebte Katastrophe etwas gelehrt hat, dann das. Ulda hatte noch Glück, aber trotzdem lagen große Teile unserer Stadt in Schutt und Asche. Ohne die fortdauernden Bemühungen der fleißigen Bürger, von denen viele bis zur Erschöpfung für den Wiederaufbau schufteten, sähe es hier heute nicht so ordentlich aus. Auch das Schienennetz haben die Uldaner im Eigenregie verlegt. Eine Leistung, die Hochachtung verdient, wie ich finde. Doch die Wunden, die die siebte Katastrophe gerissen hat, heilen nur langsam. Unsere bisherigen Bemühungen waren lediglich kosmetischer Natur. Aus der Welt geschafft sind sie damit noch lange nicht. Darum, werter Mikes, möchte ich dich gerne bitten, mir bei der vollständigen Heilung unserer geschundenen Heimat zu helfen. Ich hätte da sogar direkt etwas, bei dem du mir zur Hand gehen könntest. Nun, mein Lieber, wo du schon einmal so nett warst, einem alten Mann mit deinem Besuch etwas die Zeit zu vertreiben, würde ich mich gerne bei dir erkenntlich zeigen. Mit einem kleinen Auftrag. Just heute sind nämlich ein paar Soldaten auf Patrouille in der Peripherie dieses schönen Rangierbahnhofs unterwegs. Sicher sind sie schon ganz hungrig von vielen Marschieren an der frischen Luft. Wenn du ihnen diese Dämmerungsbrezeln bringen würdest, kämen sie sicher wieder zu Kräften. Die Brezeln sind nämlich schön salzig und bringen den Mineralienhaushalt in Schwung. Muss hier noch etwas weiter ich meine natürlich aufstehende Dinge erledigen. Also sei so gut und geh mir zur Hand, mein Guter. Rechts alles klar, links keine Auffälligkeiten. Soldat Stoppel meldet gehorsamst, alles im grünen Bereich. Oh, Proviant vom guten Papa Shan und dann auch noch die leckeren Brezeln aus dem Treibsand. Da könnte ich mich reinlegen. Sag mal, ein Croupier hast du nicht zufällig noch dabei, oder? Haha, ja, habe ich es mir fast gedacht. Na, macht nichts. Meine Güte, ist das eine Hitze hier. Da ölt man mit dem Dampframm vom Silberbazar um die Wette. Na, was willst du machen? Dienst ist Dienst. Proviant? Ist nicht wahr. Bei der Palastwache ernähren wir uns fast nur von Brezeln und Bier. Gibt nämlich gut Pudding auf die Arme. Papa Shan hat für gerade mal wieder seine nostalgische Phase, was? Na, schönen Dank jedenfalls. Toll, dreister Eindringling. Steh auf der Stelle, bleib auf der Stelle stehen. Richtiger Weix. Moment mal, dieser Duft vom frisch gebackenen Sauerteig. Mit salzig-würziger Kruste. Papa Schon lässt mal wieder eine Runde Brezeln springen. Na dann habe ich nichts gesagt. Kannst dem Senior ausrichten, dass wir hier alles im Griff haben. Der Bereich um den Bahnhof ist eine Oase des Friedens. So friedlich, dass sogar kleine Mädchen hier unbesorgt allein umher spazieren. Jedenfalls ist gerade ein Alafell in rosaroter Robe an mir vorbeistolziert und die schien recht unbekümmert. Ah, werter Abenteurer. Wie ist es denn den tapferen Männern dort draußen ergangen? Haben sie von auffälligen Sichtungen berichtet? Aber was fällt mir ein, dich nach deinem netten Botengang auch noch als Informanten im Anspruch nehmen zu wollen? Du hast schon genug geleistet. Hier, dies soll der Lohn für deine Mühen sein. Du hast ihn dir redlich verdient. Eine neue Waffe.
Danke, Naltal scheint dich mit einem großen Herzen gesegnet zu haben. Also gut, die Sache ist die. Ein gewisses Fräulein Delira verschaffte mir heute die Ehre ihres Besuches und schien meine Führung durch die Anlagen des Rangierbahnhofs sichtlich zu genießen. Doch als ich für einen kurzen Moment austreten musste und zurückkam, war sie auf einmal verschwunden. Hätte ich bloß nicht so viel Tee zum Frühstück getrunken. Fräulein Delira ist eine äußerst wichtige Persönlichkeit. Nicht auszudenken, wenn ihr etwas zustoßen würde. Es wäre eine Katastrophe für ganz Ulda. Ich würde mir das nie verzeihen. Einige hilfsbereite Abenteurer habe ich schon im Sand, doch mein Gewissen lässt mir einfach keine Ruhe. Ein alter Mann wie ich ist für Erkundungsgänge durch die Wüste nicht mehr geeignet. Aber du, Mikes, du stehst in der Blüte deines Lebens. Du strotzt vor Vitalität. Wirst du mir helfen? Vielen Dank, das werde ich dir nie vergessen. Dreh jeden Stein dreimal um. Fräulein Delira muss unter allen Umständen gefunden werden. Beim Baum des Sultans, südöstlich von ihr, hat noch niemand nachgesehen. Eile dorthin und schau, ob du ein Lebenszeichen von ihr entdecken kannst. Oha. Oh, Sasagan. Sasagan. Es betrübt mich so sehr, euch Kummer zu bereiten. Durch meinen Fehler ist der wertvollste aller Schätze verloren. Was schleicht ihr euch heran? Ah, Lilira, da seid ihr ja. Eure Spaziergänge sind äußerst leichtsinnig, euer Gnaden. Das soll nicht eure Sorge sein. Lasst mich alleine. Tut so, als hättet ihr mich nicht gesehen. Euer Gnaden, ihr wisst, dass ich das nicht kann. Hier ist es nicht sicher. Für niemanden. Ihr spürt doch, dass der Äther aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Begleitet mich zurück. Alle sorgen sich bereits um euch. Ah, und dich hat wohl Papaschan hier geschickt. Du siehst, es ist kein leichtes, Frauen von ihrem eigenen Besten zu überzeugen. Na, die Entlaufene ist jedenfalls gefunden. Kehren wir zu Papaschan zurück. Wenn ihr nur nicht so viele Verehrer hättet, Gnädigste. Bleibt in sicherer Deckung, euer Gnaden. Mach schon. Steh nicht rum. Zeig, was du drauf hast. Na dann. Noch einmal. Oder auch nicht.
Fühl es. Denk nach. Träger des Kristalls. Höre Heidelins Ruf. Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Doch dein Licht strahlt hell. Du kannst die Vernichtung verhindern. Die Lichtkristalle bergen die Kraft, das Dunkel zu bannen. Du musst sie finden. Durch deine Taten offenbaren sie sich. Schon bald. Glaub daran, denn das Licht ruht in dir. Geh nun, mein Kind, und lasse die Welt in Glanz erstrahlen. Ah, wieder zurück? Was war das nur für eine Kreatur? Infernalische, Gesandte der Leere, Kreaturen aus dem Nichts. Sie haben viele Namen. Das also war so ein Wesen aus der ätherlosen Dimension. Wer solche Dämonen befehligt, ist kein einfacher Ganove. Hey du, hast du dich erholt? Dass du nach dem Kampf einfach umkippst, na kein Wunder bei der Ätherkonzentration hier. Sag mal, hast du das öfters oder willst du mich verscheißern? Was für ein Kristall? Ah, jetzt verstehe ich. Da ist uns ja ein großer Fisch ins Netz gegangen. Entschuldigt mich. Ich muss Bericht erstatten. Auf Lilera kannst du jetzt aufpassen. Begleite sie zurück. Entschuldigung, aber falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich bin kein Kind. Nach Hause finde ich gerade noch alleine.
Uiuiui, die Ladies. Was will man da machen? Dann gehen wir wohl auch. Wir sehen uns. Sicher schon bald. Und versuch, nicht allzu häufig umzukippen. Werte Lilira, bin ich froh, euch unversehrt zu sehen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie besorgt ich um euch war. Wenn euch etwas zugestoßen wäre, mein altes Herz hätte es nicht verkraftet. Auch wenn ich mein Schwert vor 15 Jahren niederlegte, gab es doch keine Sekunde, in der mich nicht an eurem Wohl gelegen wäre. Das ist gütig von dir, Papa-Chan, doch der Verlust ist meine Schuld, also werde ich auch dafür einstehen. Bürdet euch nicht mehr auf, als eure Schultern ohnehin schon tragen müssen, euer Gnaden. Wir werden die Angelegenheit im Nu bereinigen. Ihr werdet schon sehen. Vertraut uns. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, tatenlos abzuwarten, und euer Eifer ehrt euch. Doch wenn euch etwas zustoßen würde, wäre der Schaden gar nicht abzuschätzen. Also gut, ich verspreche dir, mich nicht wieder in Gefahr zu begeben. In Ordnung? Oh, Mikes, da bist du ja wieder. Die anderen Abenteurer berichteten mir von Kampfhandlungen am Baum des Sultans. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Und welch glückliche Fügung, dass ich deine Hilfe in Anspruch nehmen durfte. Für die Rettung Liliras kann ich dir gar nicht genug danken. Wie soll ich diese große Schuld nur je begleichen? Du hattest ebenfalls Hilfe, sagst du? Von einem sarkastischen Kerl, der ein seltsames Gerät bei sich trug? Das kann nur Tancred gewesen sein. Er ist ein Gelehrter, der schon seit einiger Zeit in Ulda lebt und die hiesigen Ätherströme untersucht. Ein Sonderling, das gebe ich zu. Und manchmal ist er mir eine Spur zu vorlaut, doch im Grunde ist er harmlos. Jedenfalls danke ich den Göttern, dass sie dich zu uns geschickt haben, Mikes. Du bist ein Segen für Ulda und ich hoffe, dass du uns noch lange die Treue hältst. Gehabt dich wohl.